Hallo und herzlich willkommen bei Big Webber. Heute ein neues Projekt oder ein neues Spiel, das ich gerne mal anspielen würde oder euch zeigen würde, und zwar Deep Rock Galactic Survivor Danger Darkness Dwarfs. Und zwar Deep Rock Galactic gibt es ja schon länger mit den Zwergen. Das ist ein Multiplayer-Spiel, glaube ich, wo man buddelt und keine Ahnung. Ich habe es nicht gespielt. Deep Rock Galactic Survivor, so wie der Name sagt, mal wieder ein Vampire Survivors-like, aber diesmal im Deep Rock Galactic Universum. Und ich habe das mal schon ein paar Ründchen gespielt, mal angespielt und fand es sehr interessant, weil das wieder so ein bisschen anders ist mit dem Leveln, mit allem. Man muss nebenher minen, muss Sachen abbauen. Das gab es vorher noch nicht so. Ich habe schon ein paar kleinere Verbesserungen gemacht. Ich glaube, ich setze mich am besten hier hin, so mittig. Dann seht ihr alles, verpasst nichts. Und es sollte eigentlich passen. Ja. Bisschen mehr Lebensregeneration, ein bisschen mehr Lebenspunkte, eben XP schon hochgemacht, ein bisschen. Das kostet Aufnahmereichweite und so weiter. Also, das kostet immer Coins. Ne? Das sind die hier, die ganz normalen Goldcoins. Oder Coins. Ne? Also, Dollar, Euro, sucht es euch aus. Und die kosten immer unterschiedliche Mineralien, die man in den Leveln abbuddelt. Was ist? Weiß ich nicht. Man kann die auch kaufen nachher, wenn man genug Kohle hat. Und damit verbessert man nach und nach. Ja. Es gibt verschiedene Karten. Wir haben zwei Stück frei. Einmal die Kristallkaverne und den Magmakern. Der nächste bei vier Herausforderungen. Also das sind immer Herausforderungen, die man abschließen muss, um einen Punkt zu bekommen. Und sobald ich vier Punkte habe, ist das nächste frei. Bei den Kavernen. Die Zwerge sind geil. Bei den Kavernen fehlt mir nur noch die Expedition abschließen. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Also es ist echt schwer. Dann kriege ich den dritten Punkt. Bei fünf Punkten ist die nächste Schwierigkeitsstufe frei oder das Gefahrenlevel. Also das wird dann noch schwerer. Bei der Magma habe ich noch gar nichts gemacht. Sammle 20 roten Zucker, erreiche Rang 25 als Schütze. Schütze habe ich noch nicht mal frei. Und das ist das Einzigste, wo ich noch nicht weiß, wie ich die freischalten kann. Weil hier steht nichts, wie ich die freischalten kann. Null. Ich habe keine Ahnung. Also wenn das jemand weiß, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Es wäre für mich sehr interessant zu erfahren, wie ich einzelne Charaktere freischalte. Weil ich habe bis jetzt nur den Speer, den habe ich auf Level 6. Der hat noch nicht sein Special, also der ist jetzt noch der klassische, mit mehr Bewegungsgeschwindigkeit, Lebenspunkten, ein einfaches Sturmgewehr, Kinetikschaden. Mehr hat er nicht. Und da gibt es dann noch verschiedene Arten vom Speer, die dann anders sind, also andere Fertigkeiten haben. Wir nehmen jetzt einfach mal den Standard, klassisch, und legen los. So. Hier sieht man schon, man kann buddeln. Wir müssen blüten, das gibt einen Bonus. Wir sammeln Gold. Das ist ein Gold. Ein Levelaufstieg ist wie immer mit den Kristallen und was auch immer. Und dann gibt es drei Sachen zur Auswahl. Man kann die auch austauschen. Wir nehmen die Feuerrate von der Waffe. Der kleine Roboter schießt auch mit. So, die ersten Gegner sind Spinnen. Ihr habt oben links eine kleine Karte, wo ihr das Weißleuchtende sind diese Blüten, die wir sammeln müssen für den Bonus. XP-Verdienst, episch erhöhen, jawohl, mehr XP, schneller aufsteigen, mehr Level. So, und ihr seht oben so eine Art Line. Und desto. Das Geile ist, man kann auch durch die Berge abhauen. Wir müssen den Versorgungsmarker finden, der ist da unten. Die Aufnahmereichweite erhöhen. Also ihr seht ja unten die Waffe, die kann so und so viel schießen und dann ist sie leer. Jetzt müssen wir den frei machen, dass der hier landen kann. Jetzt kann er landen, jetzt müssen wir den Bereich verteidigen. So, und hier kriegt man immer ein Artefakt. Entweder wirft Gegner in der Nähe zurück,
Kleine Chance, EP zu finden, wenn du Gestein abbaust. Aufsammeln von rotem Zucker erhöht deine maximalen Lebenspunkte um 2. Das ist gut. Jetzt gehen wir roten Zucker sammeln. Das haben wir hier. So, jetzt haben wir unsere Lebenspunkte schon mal ein bisschen erhöht. Jetzt kommt ein Schwarm. Eine neue Waffe, entweder Kältegranate, ein M1000 oder die Schrotflinte. Wir nehmen die Schrotflinte. Die explodieren. Ist nicht gut. Ich will roten Zucker abbauen. Hier. Nachladegeschwindigkeit. Wir lassen die explodieren. Weil die nämlich auch ihren eigenen Leuten Schaden machen. Die Feuerrate der Waffe erhöhen. Feuerrate. Ich finde es ganz witzig, dass sie ihre eigenen töten. Nachladegeschwindigkeit. Das Grüne ist... Keine Ahnung. Wir haben es... Jadiz. Hier gibt es Zuckerstücke. Töte den Elite. Das ist der Boss vom Level. Von der ersten Stufe. Feuerrate aller Projektilwaffen erhöhen. Also der macht richtig Aua, ne? Schaden erhöhen. Also was mir fehlt, so ein bisschen im Gegensatz zu anderen Vampire Survivors-Likes, ist das Dodgen, also Springen. Also ein Sprint oder sowas. So, der ist platt. Projektilschaden erhöhen. Und jetzt müssen wir, bevor die Transportkapsel abhaut, zurück. Projektilschaden erhöhen. So, da gehen wir jetzt rein. Nehmen noch die eine Blume mit. Fehlt uns eine. Schade, ist kein Ende mehr. So, erste Stage erledigt. So, und jetzt kann man für das, was man gesammelt hat, Sachen kaufen. Zum Beispiel die Abbaugeschwindigkeit, wenn man genug Gold hätte. Haben wir aber nicht. Wir können jetzt die Nachladegeschwindigkeit unserer Hauptwaffe erhöhen durch das Nitra. Und den Schaden erhöhen. Das machen wir. Man kann sich auch heilen. Brauchen wir nicht. Auf geht's. Nächste Runde. Hier müssen wir jetzt diese Pilze sammeln. 12 Stück. Auf jeden Fall schon mal abbauen. Jetzt gehen wir solche weißen Blüten suchen. Also diese Pilze. Die kann man auf der Map eigentlich ganz gut sehen. Da war einer, hier oben müsste einer sein. Das war jetzt Magnet. Hier gibt's Gold. Hier kommen jetzt auch schon stärkere Gegner auf einmal, ne? Ihr seht's. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Schon der erste Schwarm. Hier kommen jetzt sogar Flieger mit. Uiuiuiuiui, hier kriegen wir aber ganz schön Aua. Jetzt gehen wir uns den Supply-Ding holen. Desto mehr hier sind, desto besser. Genau deswegen. Und du hast eine kleine Chance, Gold zu finden bei jedem Abbau. 10% Schaden, Nachhaltigkeitsgeschwindigkeit, kritische Chance, kritischer Schaden. Natürlich. Wir haben jetzt 6 von 12 von diesen scheiß Pilzen.
7. Hier buddeln wir uns schön durch. Gold ist gut, Gold ist schön. So, die neue nächste Waffe. Wir nehmen den Stromfeger. Boomy, boomy, boomerang. Noch ein Schwarm. Wir haben jetzt 10 von 12. Da oben müsste es noch welche geben. 11. Und 12. Es gab jetzt einen dicken Bonus. Schaden. Wir bräuchten so einen Magnet, dass wir die ganzen Dinger anziehen können. Das gibt es hier natürlich auch. Wir erhöhen den Schaden um 25%. Das ist ordentlich. Kommt der Boss, ist wieder ein Flieger. Also es gibt unterschiedliche Bosse. Feuerrate aller Projektilwaffen erhöhen. Oh, wir haben alles angezogen. Schaden der Hauptwaffe. So, und desto länger wir jetzt brauchen, den Boss zu töten, werden die Aliens nach und nach gewisser Zeit irgendwann stärker. Deswegen sollte man die relativ schnell töten. Das hier habe ich noch nicht verstanden. Episch. Lässt dich glauben, deine Waffe sei nun deutlich hübscher. Erhöht das Waffenlevel um 3. Wenn ich die jetzt um 3 erhöhe, ob die dann stärker ist oder nicht, ich weiß es nicht. Oder geht es nur um die Farbe? Deswegen nehmen wir lieber Feuerrate für die Schrotzer. Zwischendurch tut er auch dodgen. Boss ist platt. Schaden. Und wir hauen ab. Wir haben jetzt nicht viel Gold und so gesammelt, aber das macht nichts. Nächste Stage. Das können wir jetzt nicht machen. Wir können die Nachladezeit aller Waffen senken und die Feuerrate von allen Projektilwaffen erhöhen. Sehr gut. Da oben ist direkt Gold. Sammle More Kit. Ist wahrscheinlich das Zeug, oder? Ja. Haben wir schon 17 von 20. Also das Buddeln ist sogar eigentlich elementar wichtig dann, ne? Ihr merkt's, weil alles Zeug ist, wo wir brauchen. So, Schaden. Ja, der Swarm soll da bleiben, wo er ist. Oh, 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 oh. Durchbuddeln. Also die großen Viecher können selber buddeln. Ihr seht's, die hauen sich da durch. Sofort. Wir nehmen kurz noch ein bisschen Gold mit. Wir müssen abhauen. Zum Supply. Nehmen noch ein bisschen Erfahrung mit. Statuseffekt Schaden erhöhen. Schaden aller Kinetikwaffen erhöhen. Auf zum Supply Pod. Ja,
Jetzt nehmen wir die Waffe. Jawohl. Heilung beim Levelaufstieg erhöhen. Mehr XP. Noch ein Schwarm. Der hat sich gelohnt. Levelaufstieg, Schaden aller Projektilwaffen erhöhen. Schaden für die Waffe erhöhen. Wir buddeln uns hier durch, hauen ab. Lebenspunkte plus. Abbaugeschwindigkeit erhöhen. TTT, Elite-Schlitzer. Das ist jetzt kritische Schaden erhöhen. Das ist jetzt kein Flieger diesmal. Aber wir haben echt gut aufgeräumt, muss man sagen. Viel Erfahrung bleibt leider zurück, aber egal. Rüstung. Können wir mal brauchen. 15. Ne, wir nehmen das. Nächste Stage. Wieder 12 von den Scheißdingen da. Die schießen auf uns. Frage ist, wo sind diese scheiß Pilze? Also jetzt kommen auch diese Wellengegner schon als Standardgegner, ihr merkt's. Umso wichtiger, dass wir die Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Was das hier ist, weiß ich nicht. Wir versuchen es mal abzubauen. Bis morgen. Sehr gut. Aber wo sind diese hässlichen Pilze? Da ist einer. Ah, da sind ganz viele. 10. Ein bisschen Gold mitnehmen. Wir haben gerade ein bisschen Zeit. Statuseffektschaden erhöhen. Wir brauchen jetzt die Eisgranate als nächstes. Gut, Goldhammer. Okay, wir haben jetzt 10 von 12. Na,
Normale Buddeln geht schneller jetzt. Schaden. Jetzt wird's heftig. Komm hier nicht mehr weg. Guck dir das an, was hier abgeht. Schaden. So, wir können jetzt ausgewogene Übertaktung machen. Oder, also entweder die Schwarzpulver kühlen oder Gruseljäger, wir gehen auf Kälte. Alter! Mehr Schaden, Nachladegeschwindigkeit. Da ist ja der Boss. Das war's schon. Wir haben den voll einen reingehauen. Was sind das für komische Viecher? Das ist auch neu. Aber das ist mir relativ egal. Wir gehen weiter. Puh. Boah, 35% Nachladegeschwindigkeit nehmen. Könnte man mehr Bewegungsgeschwindigkeit brauchen. Das ist die Final Stage. Brauche ich mal noch die letzte Waffe? So, das war der erste. Schaden aller kinetischen Waffen. Wir brauchen das nächste Ei. Gold. Hier oben ist kein Ei mehr. Aber Gold. Natürlich. Wo sind die Eier? Okay, wir haben die Eier, aber jetzt müssen wir erstmal unseren Pott befreien. Der muss sterben, bevor das nächste Ei platzt. Scheiß Schützen gehen auf den Sack. Ein Magnet ist gut. Cowabunga.
bisschen Gold mitnehmen. Schadet nie. Jetzt gehen wir aber schön das Ei holen. Okay, hat sich erledigt. Da ist der letzte Elite. Dann müsste der Boss kommen und er ist riesig, Freunde. XP nehmen wir in Bewegungsgeschwindigkeit. Ich muss da durch. Sieht es an, was hier abgeht. Kommt der Dicke. Da ist er. Wir müssen dem immer ausweichen, wenn er springt. Den kein Hindernis, ihr seht's. Jetzt hat er mich voll erwischt. Scheiße, ich bin tot. Ah, wieder beim Boss gescheitert. Also es ist echt heftig, ne? Also ihr merkt, beim Boss kommt man dann auch richtig ins Schwitzen, ey. Wir haben den Nitra-Scanner freigeschaltet. Das ist nicht schlecht. Kann nur in einer Expedition gefunden werden. Wir haben improvisierte Schrotflinte über Taktungen freigeschaltet. Ah, Schütze. Spiele, erreiche Spielerrang 3. Wir haben eine neue Klasse freigeschaltet. Den Schütze. Okay. Verstanden. Das heißt, dadurch schaltet man auch die Schützen frei. Und hier sieht man jetzt natürlich wieder, wie viel Schaden hat was gemacht, was hatten wir für Sachen. Kälteschaden, Elektroschaden, kinetischer Schaden. Hier sieht man, was man gesammelt hat. Ihr seht jetzt nicht alles. Ist nicht viel. Jetzt können wir Verbesserungen machen. Hier haben wir zum Beispiel zu wenig. Wir können jetzt wieder die XP steigern, machen wir auch. Wir könnten Glück. Nachladegeschwindigkeit, sehr wichtig. Zielübungen, kritischer Treffer erhöhen, Rüstung erhöhen, Aufhebreichweite. Wir nehmen die Rüstung, sogar zweimal. Kriegen wir schon mal weniger Schaden. Ja, und so läuft es dann halt immer ab, ne? Für Runde für Runde. Also ich finde dieses Survivor-Spiel richtig geil, weil das ist echt herausfordernd, weil du musst buddeln, du musst sammeln, du musst fliehen, du hast verschiedene Gegner, du hast verschiedene Aufträge, du hast einen Hauptauftrag und so weiter und so fort. Also da gibt es viel zu tun. Ja, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde da gerne noch mehr Videos machen, wenn ihr das möchtet. Lasst es mich gerne wissen. Like, Abo, Kommentar, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.